Was sagt die DNA-Analyse? Die sieht ja furchtbar aus. Haben Sie das gesehen? Das war kein Ernst. Ich weiß nicht. Autopsie. Mysteriöse Todesfälle. Heute in Autopsie. Eine junge Frau wird vermisst. Ihr Auto wird verlassen neben einer Kirche gefunden. Es war sonderbar, dass sie und besonders ihr Auto ausgerechnet dort waren. Alles deutet darauf hin, dass die Besitzerin des Wagens entführt, vielleicht sogar ermordet wurde. In einem einsamen Waldstück wird eine weibliche Leiche gefunden. Folterinstrumente neben der Toten lassen darauf schließen, dass der Mörder die junge Frau zu Tode gequält hat. Das ist jemand, der eine Art Theaterstück aufführt. Für sich und sein Opfer. Die Verwesung der Leiche ist weit fortgeschritten. Die Frau muss bereits seit mehreren Wochen tot sein. Paula Reeder liegt erschossen in ihrem Schlafzimmer. Es soll wie Selbstmord aussehen, aber die Position der Leiche ist gestellt. Bei einem Selbstmord sinkt man wie ein Sack Kartoffeln zu Boden. Spezialisten versuchen, den tödlichen Schuss zu rekonstruieren und kommen zu einem überraschenden Resultat. Ein Messerstecher hat wieder zugeschlagen. Doch sein letztes Opfer atmet noch, als die Polizisten eintreffen. Sie kann den Ripper beschreiben, bevor sie auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt. Wir wussten, unter uns ist ein Gewaltverbrecher, ein brutaler Menschenjäger. Und die Polizisten wissen jetzt auch, wie der Mann aussieht, den sie seit Wochen jagen. Ein Gewehrschuss hat die Bauchdecke von Ernestine Pereas aufgerissen. Die Waffe liegt neben der Leiche. Die Polizisten rätseln, aus welcher Richtung kam der Schuss. Der Experte sah sich die Autopsiefotos kurz an. Erst aus der Ferne und dann von nahem. Und sagte dann, das ist eine Kontaktwunde. Der Tod von Ernestine Pereas, war es Mord oder Selbstmord? Die Polizei von Champaign, Illinois, sucht seit mehreren Tagen nach Karen Warner. Freunde und Eltern der 22-Jährigen sind besorgt. Der letzte, der sie lebend gesehen hat, ist Curly V. Lee, ihr Ex-Freund. Sie war weg, er war weg und ihr Auto war auch weg. Die beiden könnten genauso gut beschlossen haben, gemeinsam abzuhauen. Das machen junge Menschen eben manchmal. Um sicher zu gehen, durchsuchen die Ermittler das verlassene Zimmer von Curly B. Lee. Sie finden nichts Verdächtiges. Karens Familie schaltet die Medien ein. Sie hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ihre verzweifelten Aufrufe haben Erfolg. 50 Kilometer von Champaign entfernt will ein Mann Karens Auto wiedererkannt haben. Ein Blick auf das Kennzeichen bestätigt die Vermutung, es ist tatsächlich ihr Auto. Jetzt machen sich nicht mehr nur ihre Eltern Sorgen um das Schicksal ihrer Tochter. Das war der erste handfeste Beweis, dass irgendetwas nicht stimmte. Es war ungewöhnlich, dass sie und besonders ihr Auto hier waren. Im Innern des Wagens sind keine Anzeichen eines Kampfes feststellbar. Die Spezialisten von der Spurensicherung untersuchen die Oberflächen des Autos nach Fingerabdrücken. Sie stellen auf den Fußmatten und im Kofferraum blaue und rote Fasern sicher. Damit müssen sich die Experten im Labor auseinandersetzen. Jetzt wendet sich auch die Polizei über Lokalzeitungen an die Öffentlichkeit. Rhonda, eine Bekannte von Curly Lee, meldet sich. In diesem Auto habe er sich von ihr zu einer Bar fahren lassen. Er hat ihr nicht gesagt, wem denn das Auto gehört. Sie sollte bestimmte Straßen meiden und einfach Gas geben. Karen Warner habe nicht mit ihnen im Auto gesessen. Die Polizei befürchtet, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon tot war und dass Curly B. Lee ihr Mörder ist. Die Gelegenheit dazu hatte er.
Er war lange genug weg. Doch er konnte die Leiche nicht besonders weit entfernt versteckt haben. Sie musste irgendwo hier draußen liegen. Im Gras, in den Büschen oder im Fluss. Sofort wird die Suche nach der Leiche Karen Warners eingeleitet. Die Cops arbeiten sich durch das dicht bewaldete Gebiet und gegen die kühle Witterung. Die Luft würde verräterischen Verwesungsgeruch verwehen. Nach mehreren ergebnislosen Tagen werden Hunde eingesetzt. Die Züchterin Joyce Ferris trainiert seit 15 Jahren ihre Tiere im Dienst der Mordkommission. Mithilfe eines T-Shirts und eines Kopfkissenbezugs von Karen Warner nimmt der Hund die Witterung auf. Die Spur führt am Fluss entlang zu einem tiefen Graben in der Nähe des Ufers. Schließlich endet die Fährte in einer sanften Senke. Abgedeckt von Büschen liegt die Leiche einer jungen Frau. Ich konnte ihre Hand sehen, ihren rechten Handrücken. Dann rief ich nach Jim Lücking. Ich glaubte, dass wir ihre Leiche gefunden hatten. Ist es Karen? Die Polizisten haben keinen Zweifel daran, aber dennoch wird die Leiche sofort in die Gerichtsmedizin überstellt. Die Ermittler suchen die Umgebung nach weiteren Hinweisen ab. Sie stellen eine blaue Decke sicher, dann eine Einkaufstüte mit Damenschuhen, einer Sonnenbrille und einer Handtasche darin. Zahnbefunde schaffen bei der Autopsie schnell Klarheit. Die Tote ist tatsächlich Karen Warner. Sie wurde erwürgt. Sie hat ihrem Mörder offenbar vertraut und wurde von dem Angriff überrascht. Die Gerichtsmediziner können keine Wunden oder sonstige Kampfspuren an ihrem Körper feststellen. Die Ermittler nehmen Curly B. Lee als Hauptverdächtigen ins Visier und bitten die Kriminaltechnik im Labor um Unterstützung. Die Fasern, die an der Leiche im Wald und in Karens Auto sichergestellt worden sind, sprechen letztendlich eine deutliche Sprache. Karen lag eingewickelt in eine Decke im Kofferraum ihres Autos. Zu diesem Zeitpunkt war die junge Frau bereits tot. Das Beweismaterial deutet direkt auf Curly B. Lee. Der hat bereits die Flucht ergriffen. Er sitzt in einem Greyhound-Bus nach Palm Beach, Florida. Dort wird er von den Behörden schon erwartet. Wieder zurück in Champaign wird ihm der Prozess gemacht. Er gesteht, Karen getötet zu haben, doch es sei ein Unfall gewesen, behauptet er. Wegen Mordes in minderschwerem Fall bekommt Curly B. Lee schließlich 35 Jahre Haft. Ich denke, er wollte sie einfach nicht verlieren. Er wollte ja einfach mal die Leviten lesen. Ob er sie töten wollte oder es nur aus Versehen passierte, weiß ich nicht. Aber wenn du einen wirkst, dann willst du ihn irgendwo auch töten. So rekonstruieren die Ermittler den Fall. Curlys Bemühungen, die Beziehung zu Karen mit neuem Leben zu füllen, haben ein tragisches Ende genommen. Er versucht, die Spuren dieses tödlichen Unfalls zu verwischen. Der Körper der Frau, die er liebte, ist noch warm, als er ihn in die blaue Decke wickelt und in den Kofferraum ihres Wagens legt. Von Rhonda, einer Ex-Freundin, lässt sich Curly zu einer Bar in Danville fahren. Vor der Bar entschuldigt er sich, er müsse noch einige Erledigungen machen. Sie solle in der Bar auf ihn warten. Rhondas Aussage gibt später den Ermittlungen die entscheidende Wendung. Er muss die verräterische Leiche loswerden und sucht nach einem passenden Platz für ein geheimes Grab. Die Tiere würden schon den Rest erledigen. Dann parkt er Karens Auto auf dem Kirchplatz von Danville. Nach etwa 20 Minuten kehrt er wieder zu Fuß zu der Bar zurück.
Polizisten werden zu einem einsamen Platz in den Rocky Mountains gerufen, zu der Leiche einer jungen Frau. In ihrem Mund steckt Unterwäsche. Ein Folterinstrument aus einem Ast und Kleidungsfetzen liegt neben ihr. Damit wurde sie langsam erwürgt. Ihr Todeskampf dauerte wahrscheinlich mehrere Stunden, quälende Stunden, die sie allein mit ihrem sadistischen Mörder verbringen musste. Mich bewegten anfangs immer wieder dieselben Fragen. Wie kam sie dorthin? Woher kam sie? Eine Menge unbeantworteter Fragen. Das war unser Anfang. Der Mörder hat den abgelegenen Tatort sorgfältig ausgewählt. Die Ermittler sind überzeugt, dass die junge Frau hier gestorben ist. Der Weg ist zu steil, um eine Leiche hierher zu schleppen. Die Fußsohlen der Toten sind unverletzt. Die junge Frau trug also auf dem Weg noch ihre Schuhe. Wir haben das ganze Gebiet durchkämmt, von hier bis zum Highway, Luftlinie etwa 1 Kilometer. Wir haben dabei Kleidungsstücke entdeckt, verteilt auf Sträuchern und Bäumen von hier bis zum Highway. Die Polizisten sammeln alles ein, von dem sie glauben, dass es zum Opfer gehört. Unterwäsche, ein einzelner Schuh, Überreste einer Strumpfhose. Sie entdecken auch ein Stück weißes Nylonseil. Der Mörder hat sein Opfer offenbar gefesselt, bevor er es zu Tode quälte. Das ist jemand, der eine Art Theaterstück aufführt. Für sich und sein Opfer. Das heißt, er setzt da eine große Szene, auch weit ab von der sonstigen Welt, in Gang. Und er zelebriert das richtig gehen nach einem mehr oder minder festen Drehbuch. Hier handelt jemand nach einem lange vorgefassten Plan, der weiß fast zu jedem Zeitpunkt, was er jetzt tun muss, in welcher Weise er, mit welchen Materialien er das Opfer nun fesselt und knebelt und was dann als nächstes folgt. Und das zeigt eben, dass hier wirklich eine Art Skript, ein Plan, den dieser Mann schon lange im Kopf gehabt hat, hier in die Tat umgesetzt wird. Wer ist die junge Frau? Die Autopsie kann den Ermittlern nur grobe Anhaltspunkte geben. Sie war zwischen 16 und 21 Jahre alt. Dem Verwesungsstadium zufolge ist sie seit etwa 3 Wochen tot. Der Killer hat keine Spuren hinterlassen. Die Gerichtsmediziner finden weder fremdes Gewebe unter den Fingernägeln, noch fremde Körperflüssigkeiten an der Leiche. Unterdessen arbeiten sich die Kriminaltechniker Zentimeter für Zentimeter durch das Beweismaterial. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn der sadistische Mörder könnte durchaus jeden Augenblick wieder zuschlagen. Schließlich kann die Tote als Darcy Frankenpole identifiziert werden. Eine 17-jährige Prostituierte aus Sacramento. Sie wird seit 3 Wochen vermisst. Tatort Straßenstrich. Prostituierte wie Darcy sind für Triebtäter eine leichte Beute. Nacht für Nacht steigen sie zu Fremden ins Auto. Nur wenige vermissen sie, wenn sie nicht zurückkommen. Drei Tage bevor sie Darcy finden, retten Polizisten eine Prostituierte vor den Schlägen eines Unbekannten. Der Mann versucht zu fliehen. Erst nach langer Verfolgungsjagd durch die Straßen von Sacramento können sie ihn stellen. Sein Name ist Roger Kibbe, ein Serieneinbrecher, der weder lesen noch schreiben kann. Seine Vorliebe: nächtelange Fahrten in seinem Wagen. Auf dem Rücksitz seines Autos finden die Ermittler das Handwerkszeug eines Sadisten. Unter anderem ein Würgeinstrument aus 2 Holzstäben und einem langen Nylonseil. Kibbe wird festgenommen und bekommt 8 Monate für den tätlichen Angriff auf die Prostituierte. Aber genau so ein Würgeinstrument wurde auch neben der Leiche von Darcy gefunden. Also wird Kibbe der Hauptverdächtige im Mordfall Darcy Frankenpole. Auch das Nylonseil erinnert an diesen Fall. Ein weiterer Anhaltspunkt. Kibbe streitet die Tat ab. Die Ermittler haben 8 Monate Zeit, seine Schuld zu beweisen.
Im Labor werden entscheidende Fortschritte erzielt. Die beiden Seilstücke weisen die gleiche Zahl an Fasern auf, das gleiche Webmuster, die gleiche Dicke. Es ist kein normales Seil, sondern eine Fallschirmleine. Die Polizisten durchsuchen Kibis Lagerraum. Sie entdecken seine Vorliebe fürs Fallschirmspringen. Ein Foto ist mit dem gleichen Nylonseil an der Wand befestigt, das gerade im Labor 2 Tage lang untersucht wurde. Die Cops ahnen, dass sie sich mit diesen kleinen Fasern noch länger befassen werden. Es gibt eine Menge Serienverbrechen, bei denen wir keine Blut- oder DNA-Analyse durchführen können. Wenn wir kein Blut oder Sperma haben, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns durch kleinste Teilchen des Beweismaterials zu arbeiten. Die Kleidung gefunden wurden, stammen von der Fußmatte. Allerdings wurden solche Matten mehrere 10.000 Mal hergestellt. Aber fest steht, Darcy Frankenpool lag auf einer solchen Fußmatte, bevor sie starb. Und mehr noch. Sowohl die Fasern auf Darcys Kleidung als auch auf Kibbys Fußmatte tragen winzige kleine Flecken. Das Geheimnis dieser kleinen Flecken müssen Spezialisten am Elektronenmikroskop ergründen. Während diese Untersuchung andauert, entdeckt Facebringer auch Flecken auf dem Nylonseil, das neben der toten Darcy Frankenpool lag. Es sah also danach aus, dass wir nicht nur Stücke vom selben Seil hatten, sondern dass alle 3 Stücke den gleichen Umwelteinflüssen ausgesetzt waren. Die Analyse unter dem Elektronenmikroskop ist abgeschlossen. Die winzigen Flecken auf Darcys Kleidung, der Fußmatte und dem Nylonseil sind identische Pilzspuren. Die Fasern auf ihrer Bluse stammen eindeutig von Kibbys Fußmatte. Die Verbindung zwischen Opfer und Verdächtigem ist hergestellt. Kibby hat seine 8-monatige Haftstrafe noch nicht ganz abgesessen und steht schon wieder vor Gericht. Wegen des Mordes an Darcy Frankenpool. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Das ist mutmaßlich aber schon jemand, der, wenn er da nicht schon beim zweiten Versuch erwischt worden wäre, ist es schon jemand, der zum Serienmörder geworden wäre. Das darf man zumindest stark vermuten. Und zwar deshalb, weil er diese Morde wie ein Theaterstück produziert hat. Und je planvoller, organisierter, regelhafter jemand vorgeht, desto höher ist dann auch erfahrungsgemäß die Gefahr, dass er so etwas wieder und wieder tut, weil es nämlich situationsunabhängig ist. Und so rekonstruieren die Ermittler den Fall. Darcy Frankenpool arbeitet auf dem Straßenstrich. Eines Abends steigt sie in das Auto von Roger Kibbe. Eine verhängnisvolle Entscheidung, denn damit ist sie ihm ausgeliefert. Kibbe fesselt sein Opfer und zerrt es zu dem einsamen Platz in den Rocky Mountains, den er zuvor ausgewählt hatte. Stundenlang quält er Darcy Frankenpool. Der Tod muss für sie wie eine Erlösung gewesen sein. Niemand weiß, wie viele junge Frauen das Schicksal von Darcy Frankenpool teilen mussten. Mindestens 3 weitere Morde tragen Kibbys sadistische Handschrift. Bei der Polizei in Dodge County, Wisconsin, geht ein Notruf ein. Walter Reeder berichtet, seine Frau Paula habe sich im Schlafzimmer erschossen. Die Einsatzkräfte finden die 21-Jährige vor dem Bett mit einem Einschussloch in ihrem Kopf. Angeblich hat sie sich mit Walters Pistole erschossen. Wenn man es einmal schriftlich als Selbstmord festgelegt und die Leiche und das Beweismaterial entfernt hat, dann kann man es nicht mehr rückgängig machen. Man schließt erst alle Ermittlungen am Tatort ab, egal wie lange das dauert. Erst wenn man sich absolut sicher ist, dann kann man beruhigt damit leben. Die Lage der Leiche erweckt bei den Ermittlern erste Zweifel.
Bei einem Selbstmord sinkt man wie ein Sack Kartoffeln zu Boden. Aber die Position von Paulas Leiche wirkt gestellt. Zudem ist die Mordwaffe vergleichsweise sauber. Bei einem aufgesetzten Schuss müsste sie eigentlich vollkommen mit Blut und Gewebefetzen bedeckt sein. Wer hatte also wirklich den Finger am Abzug? Um das zu bestimmen, werden die Schmauchspuren analysiert, feinste Spuren von Schießpulver, die sich an der Hand des Schützen ablagern. Sowohl Paulas als auch Walters rechte Hand weisen kleinste Mengen des verräterischen Pulvers auf. In beiden Fällen zu wenig für einen Schützen. Mord oder Selbstmord? Schon bei der Eintrittswunde stutzen die Gerichtsmediziner. Normalerweise schießen sich Selbstmörder in den Mund oder die Schläfe. Doch in diesem Fall drang die tödliche Kugel hinter dem Ohr in den Schädel ein. Die Gerichtsmediziner obduzieren die abgemagerte Leiche. Paula machte die Ehe mit Walter offensichtlich zu schaffen, auch körperlich. Sie war kurz davor, mit den gemeinsamen Kindern wieder zu ihren Eltern zu ziehen. Bevor sie beerdigt wird, vermessen die Ermittler Paulas Leiche. Paula Reeder ist nur etwas mehr als 1,50 Meter groß. Ihre Arme sind zu kurz, um die Tatwaffe derart weit hinter den eigenen Kopf zu halten. Die einzige Möglichkeit für Paula, die Pistole hinter ihrem Ohr abzufeuern, wäre, den Abzug mit dem Daumen zu betätigen. Es ist ein Hohlspitzgeschoss, das die Gerichtsmediziner tief in Paulas Schädel fanden. In der Ballistik stößt man bei der Untersuchung auf etwas Sonderbares. An der Hülse klebt ein Stück Plastik. Es sieht aus wie Bonbonpapier, ist verdreht und in die Länge gezogen. Die Techniker versuchen herauszufinden, wie dieses Stück Plastik an die Pistolenkugel kommen konnte. Sie feuern im Labor durch verschiedene Arten von Kunststoff. Doch anders als die Folie an der tödlichen Kugel, schmilzt bei diesen Testschüssen jedes Mal das Plastik. Der tödliche Schuss gibt weiterhin Rätsel auf. Inzwischen erhärten Zeugen die Mordtheorie. Walter hatte Paula während der Ehe immer wieder misshandelt. Hinter den Mauern des gemeinsamen Häuschens lebt Paula in ständiger Furcht. In einem ihrer letzten Briefe an eine Freundin schreibt sie: Ich habe Angst, dass er mich umbringt. Dennoch wird der Fall des mysteriösen Selbstmordes zu den Akten gelegt, aus Mangel an Beweisen. Die Ermittlungen ruhen mehr als ein Jahr. Unsere Männer hatten sich nie damit abgefunden, dass Paula Reeder Selbstmord begangen haben soll. Sie hatten immer Mr. Reeder in Verdacht. Nach 13 Monaten wird der Fall noch einmal neu aufgerollt. Wir wollten dann die Fotos vom Tatort, der Waffe und der Kugel, die sie aus dem Kopf des Opfers geholt hatten. Dann ging es noch einmal von vorne los. Die Experten versuchen in den Fotos vom Tatort neue Anhaltspunkte zu finden. Anhaltspunkte, die eine Mordermittlung ermöglichen. Schnell konzentrieren sie sich wieder auf das rätselhafte Stück Plastik an der tödlichen Kugel. Dann stoßen die Polizisten auf etwas, das die vorherigen Ermittler übersehen hatten. Verpackungsfolie. Walter Reeder bewahrt sie im gleichen Abstellraum auf wie die Mordwaffe. Da haben wir nachgedacht. Was passiert wohl, wenn man diese Folie um die Pistole wickelt und sie wie einen Schalldämpfer benutzt? Kann so das Plastik von der Kugel mitgerissen werden? Hatte Walter Reeder mit seiner Pistole und einem selbstgebastelten Schalldämpfer seine Frau erschossen? Die Kriminaltechniker untersuchen die verdächtige Folie auf ihre chemische Zusammensetzung. Es besteht kein Zweifel.
Das Stück Kunststoff an der Kugel stammt von dieser Verpackungsfolie. Jetzt versuchen die Experten im Labor nachzuweisen, wie das Stück Plastik mit der Kugel in Berührung kommen konnte, ohne zu schmelzen. Sie basteln aus der Folie verschiedene Schalldämpfer und feuern. Immer wieder. Nach mehreren Versuchen hängt tatsächlich das sonderbare Stück Plastik in der gleichen Form am Testprojektil wie an der tödlichen Kugel. Dieser Schalldämpfer Marke Eigenbau erklärt auch, warum die Waffe kaum blutverschmiert war. Bei einem aufgesetzten Schuss ohne einen solchen Schalldämpfer müsste sie eigentlich über und über mit Blut- und Gewebefetzen bedeckt sein. Die Kriminaltechniker feuern noch einmal, diesmal in einen blutgetränkten Schwamm. Das Rätsel um Paula Readers mysteriösen Selbstmord ist somit gelöst. Die Waffe war nicht so blutverspritzt, wie sie es hätte sein müssen. Der Lauf war sauber. Da war kaum Blut an der Waffe. Einige Bereiche auf der Waffe waren vollkommen frei von Blut. Das passte genau zur Tatwaffe. Walter Reeder wird wegen Mordes in besonders schwerem Fall vor ein Schwurgericht gestellt. Ich kann mich an diesen Tag noch ganz genau erinnern. Wir wurden zurück in den Gerichtssaal gerufen. Die Geschworenen überreichten ihre Entscheidung. Ich freute mich für Paulas Familie. Als Polizist fühlst du immer eine tiefe Genugtuung, wenn jemandem Gerechtigkeit widerfährt. Das Gericht verurteilt Walter Reeder wegen Mordes an seiner Frau zu einer lebenslangen Haftstrafe. Ohne die Möglichkeit einer Begnadigung. Und so rekonstruieren die Ermittler den Fall. Wieder einmal gibt es Streit zwischen Paula und Walter. Wieder fällt das Wort Scheidung. Doch Walter will die Ehe auf seine Weise beenden. Zuerst schlägt er Paula bewusstlos. Dann wickelt er seine Pistole in Plastik, richtet sie gegen den Kopf seiner Frau und feuert. Er hat Angst, dass die Kinder im Haus durch den Schuss geweckt werden. Doch sein Schalldämpfer führt die Ermittler auf seine mörderische Spur. Das Einzige, was die Polizisten von Amy Hoffman finden, ist ihr verlassenes Auto auf einem Parkplatz. Sie hat es wie jeden Tag abgestellt, um im Einkaufszentrum in Morris County, New Jersey, zur Arbeit zu gehen. Doch sie ist nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei setzt Spürhunde ein. Aber selbst die Hunde verlieren wenige Meter neben dem Auto Amys Spur. We search the vehicle. Wir haben das Auto routinemäßig nach Fingerabdrücken oder sonstigen Hinweisen durchsucht. Doch wir fanden nichts, was uns bei der vermissten Suche weiterhelfen konnte. Zwei Tage später sind die schlimmsten Befürchtungen Gewissheit. Amys Leiche liegt in einem ausgetrockneten Wasserbecken, nur wenige Kilometer von ihrem verlassenen Auto entfernt. Ihr Mörder hatte ihr ein Messer mehrfach in den Körper gerammt. Die Leiche wird umgehend der Gerichtsmedizin überstellt. Gleichzeitig untersuchen die Männer der Spurensicherung die unmittelbare Umgebung. Doch sie finden keinen Hinweis auf den Täter. Auch die Autopsie bringt sie auf ihrer Suche nach Amys Mörder nicht weiter. Keiner der Messerstiche war sofort tödlich. Amy ist aufgrund der vielen Verletzungen langsam verblutet, so das Ergebnis der Gerichtsmediziner. Allem Anschein nach wurde sie vor ihrem Tod vergewaltigt. Doch an der Leiche lässt sich kein Sperma finden. Die einzigen Beweisstücke, die sie sicherstellen können, sind einzelne Fasern und Schaumstoff an Amys Kleidung und ihren Schuhen. Wir wussten, unter uns ist ein Gewaltverbrecher, ein brutaler Menschenjäger. Das war meine Motivation und die meiner Männer, diesen Killer zu fassen, bevor er wieder zuschlagen konnte. Zwei Wochen später ist es soweit. Deirdre O'Brien ist noch bei Bewusstsein, als die Retter eintreffen.
Ein Mann habe sie aus ihrem Wagen gezerrt, dann in sein Auto geschleppt und vergewaltigt, gibt sie zu Protokoll. Am Ende habe er immer wieder mit einem Messer auf sie eingestochen. Auch Deirdre erliegt später ihren schweren Verletzungen. Es ist durchaus möglich, dass Leute, die primären Stich- oder Schnittverletzungen überleben, trotzdem aber im weiteren Krankheitsverlauf sterben, weil sich gewisse Komplikationen einstellen. Eine der bekanntesten Komplikationen ist zum Beispiel eine Bauchfellentzündung, die sich nach einer Eröffnung des Darms mit Austritt des Darminhalts in die Bauchhöhle einstellen kann und durchaus tödlich enden kann. Der Killer fährt einen alten Chevy. Das ist das Letzte, was die Ermittler von Deirdre erfahren. Dann stirbt die junge Frau vor ihren Augen. The victim of the second homicide advised law enforcement officers that the assailant. Das zweite Mordopfer hat den Killer beschrieben. Ein Mann mit weißer Hautfarbe, nicht besonders groß. Er trug eine Jeans und ein ganz spezielles Westernhemd. Certain type of shirt. It was a western type shirt. Die Polizisten kehren noch einmal zu der Stelle zurück, an der sie Deirdre O'Brien blutüberströmt gefunden hatten. Bislang haben sie außer winzigen Fasern und Schaumstoffstücken nichts in der Hand. Sie hoffen, auf weitere Spuren des brutalen Rippers zu stoßen. Was sie finden, ist lediglich ein Reifenabdruck, der zwar nicht unbedingt vom Wagen des Mörders stammen muss, aber dennoch bis auf Weiteres der einzige Anhaltspunkt bleibt. Um ihn für die spätere Analyse sicherstellen zu können, müssen die Ermittler einen Abdruck gießen, der sämtliche Details der Profilspur festhält. Wir haben uns bei unseren Ermittlungen auf die Reifenspur konzentriert. Sie verlief etwa einen Meter neben Deirdres Auto. Es war gut möglich, dass die Spur vom Fahrzeug des Täters stammte. Jetzt ist der Reifenexperte Peter McDonald am Zug. Ich habe das Profil mit denen aus einem Reifenhandbuch verglichen. Ungefähr 20 Profiltypen waren ähnlich. Doch am besten passte der Cymbeline Snowpower Reifen. Mit dieser Information und einem Vergleichsfoto ausgerüstet, machen sich die Polizisten auf die Suche. An Straßen, Parkplätzen und Parkhäusern. Doch sie finden keinen einzigen Reifen, der auf McDonalds Beschreibungen passt. Dann geht erneut ein Notruf ein. Der Ripper hat anscheinend wieder zugeschlagen, doch diesmal ist sein Opfer ein Mann. Gegenüber den Polizisten gibt James Kodatic an, von einem Unbekannten aus seinem Auto gezerrt worden zu sein. Dann habe der Mann auf ihn eingestochen. Doch Kodatic konnte fliehen. Zum Glück sind seine Verletzungen nicht ernst. Die Polizisten hoffen, in seinem Auto Spuren des Messerstechers zu finden. James Kodatic fährt einen alten Chevy, wie der Killer von Deirdre O'Brien. Nur ein sonderbarer Zufall. Die Ermittler werfen einen Blick auf die Reifen. Ich habe mir den rechten Hinterreifen angesehen. Es war der Reifentyp, nach dem wir gesucht haben. Dann habe ich mir eine Zeichnung des Abdrucks genommen mit den exakten Abmessungen des Profils. Sie stimmten mit den Maßen des rechten Hinterreifens überein. Sogar die Gebrauchsspuren passten haargenau dazu. James Kodatic, das angebliche dritte Opfer des Messerstechers, ist jetzt der Hauptverdächtige. Doch der Reifenexperte Peter McDonald will sicher gehen. Er macht in seinem Labor die Gegenprobe und überprüft noch einmal das Profil des gesamten Reifens. Nach 25-stündiger Arbeit hat er Gewissheit. Peter McDonald bestätigt das Vergleichsergebnis seiner Kollegen. Ich konnte den Abdruck eindeutig identifizieren. Da waren so viele Merkmale am Profil, dass wir es mit Sicherheit zuordnen konnten.
Damit steht also fest, Kodatics Auto war am Tatort. Die Kriminaltechniker vergleichen Fasern aus dem Chevy mit denen, die sie an den beiden Frauenleichen sicherstellen konnten. In seinem Auto waren Fasern von der Kleidung der Opfer. Wir haben auch Schaumstoff der Sitzpolsterung und Fasern der Innenraumauskleidung an den beiden Leichen gefunden. Diese wechselseitige Verbindung war sehr aussagekräftig. Doch wie lässt sich die Stichwunde in Kodatics Rücken erklären? Anhand des Winkels und der Tiefe des Stichs schließen die Ermittler, dass Kodatic sie sich selbst zugefügt haben muss. Gibt sich hier ein Killer als Opfer aus? Profiler haben Erfahrung mit derartigem Täterverhalten. Viele Täter melden sich als Zeugen oder selber als Betroffene, um auf diese Weise sich vor der Polizei zu schützen. Weil sie glauben, wenn ich da mich als Zeuge melde oder so, dann bin ich nicht mehr verdächtig. Doch die Rechnung geht nicht auf. Wir nehmen an, dass er glaubte, wir würden schon gegen ihn ermitteln. Deswegen hat er das alles inszeniert. Doch wir hatten ihn gar nicht auf der Rechnung. Wegen der Morde an Deirdre O'Brien und Amy Hoffman verurteilt das Gericht James Kodatic zu 95 Jahren Haft. Und so rekonstruieren die Ermittler den Fall. Der Parkplatz des Einkaufscenters ist menschenleer, als Amy Hoffman zu ihrem Auto zurückkehrt. Das ist der Moment, auf den James Kodatic gewartet hat. Er überwältigt die junge Frau, schleppt sie in sein Auto und vergewaltigt sie. Danach bringt er sie in einer einsamen Gegend auf bestialische Weise um. Zwei Wochen später drängt er Deirdre O'Brien mit seinem alten Chevy von der Straße. Deirdre glaubt an einen Unfall und will Kodatic helfen. Doch der zieht ein Messer und zwingt sie, in seinen Wagen einzusteigen. An einem abgelegenen Parkplatz vergewaltigt er sie und rammt ihr sein Messer mehrfach in den Körper. In Platte County ruft Martin Frias die Polizei zu seinem Wohnwagen. Darin sei geschossen worden. Hinter der Tür liegt Ernestine Perea, die Freundin von Martin Frias, tot. Neben der Leiche ein 300er Magnum-Gewehr. Die Waffe gehört Frias, einem illegalen Einwanderer aus Mexiko. Die Polizei findet zwei Kugelfragmente in der blutverschmierten Wand hinter der Leiche. Die Schusswunde in der Lendengegend ist klein, allem Anschein nach eine Eintrittswunde. Die Experten sind überzeugt, die tödliche Kugel trat im Rücken ein, wanderte durch den Körper, zersplitterte und riss bei ihrem Austritt ein großes Loch in die Bauchdecke. Die junge Frau wurde anscheinend aus größerer Distanz erschossen. Alleine aus der Größe einer Wunde auf die Schussrichtung zu schließen, ist eine gewagte Sache. Man kann richtig liegen, aber auch falsch. Dennoch wird der Fall Perea zum Mordfall und Frias zum Mordverdächtigen. Vier Tage nach dem Tod von Ernestine wird ihr Freund Martin Frias festgenommen. Es war ein Indizienprozess. Wenn ihr in den Rücken geschossen wurde und wenn er am Tatort war, wenn seine Fingerabdrücke auf der Tatwaffe sind, dann können sie ihm den Prozess machen. Martin Frias bekommt 25 Jahre wegen Mordes im minderschweren Fall. Sein Anwalt will das Urteil nicht hinnehmen und zeigt die Fotos einem Spezialisten für Schussverletzungen. Der Experte sah sich die Autopsiefotos kurz an, erst aus der Ferne, dann von nahem und sagte dann, das ist eine Kontaktwunde. Die Kugel kam demnach von vorne. Der Druck war so stark, dass die Bauchdecke aufplatzte und der oberste Hosenknopf aufriss.
Bei einem aufgesetzten Schuss im Unterschied zu einem Schuss mit einer bestimmten Schussentfernung dringen die Gase, die unter hohem Druck stehen, in den Körper ein und dehnen sich dort entsprechend aus. Das heißt, der Körper hat nicht nur das Projektil aufzunehmen, sondern eben auch die expandierenden Gase mit dementsprechender Wirkung. Es war also offensichtlich doch Selbstmord. Nertin Frias bekommt seine Revisionsverhandlung. Im Labor wird das Beweismaterial nochmals untersucht. Die Bluse von Ernestine ist am Einschussloch verbrannt. Dicht um das Einschussloch war eine große Menge Schmauch. Und sogar noch in einiger Entfernung fanden wir Partikel. Deutliche Hinweise für einen aufgesetzten Schuss von vorne. Außerdem beweisen Blutspritzer an der Wand des Wohnwagens, Ernestine saß am Boden, als sie der tödliche Schuss von vorne traf. Die Kugel dringt durch den Bauchraum, zersplittert an der Wirbelsäule in zwei Teile und tritt neben den Lendenwirbeln wieder aus. Dadurch finden die Ermittler am Tatort auch zwei Einschusslöcher in der Wand. Die genauen Umstände ihres Todes kann aber nur Ernestine selbst aufklären. Wir haben von der Familie des Opfers die Erlaubnis erhalten, die Leiche für eine zweite Autopsie zu exhumieren. Jetzt machten wir Röntgenaufnahmen von der Seite. Damals wurde nur eine von vorne gemacht. Auf diesen Bildern ließ sich die Schussrichtung aber nicht rekonstruieren. Die neuen Röntgenaufnahmen zeigen, wie sich der zersplitterte Lendenwirbel vor die Austrittswunde schiebt und so verhindert, dass sie aufplatzt. Es war Selbstmord. Ernestine hatte schon früher mehrmals versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Dieses Mal ist es ihr gelungen, sich das Leben zu nehmen. Nach mehr als 2 Jahren Gefängnis für ein Verbrechen, das er nicht beging, ist Martin Frias wieder ein freier Mann.